So, da Mick momentan klingt wie eine Katze, die man so lange in der Mikrowelle gelassen hat, also ja, hat Halsschmerzen, seid ihr in der Lage, für dieses eine Video mal meine wunderschöne Stimme ja zu hören? Wer mich nicht kennt, ich bin der Grafiker dieses Channels oder was auch immer das ist. Und ja, heute möchte ich euch etwas über das wunderbare Thema Ledge Trapping erzählen. Und zwar schreibt Mick hier in dem wunderschönen Skript, was er mir zugrunde gelegt hat, dass Ledge Trapping das ungenutzte Potenzial vieler Spieler ist. Und warum genau sollte man Ledge Trappen? Der Gegner ist auf so wenige Optionen beschränkt, das kann man wirklich ausnutzen. Jede dieser Optionen, die der Gegner eben zur Verfügung hat, lässt sich hart bestrafen. Außerdem ist der Gegner am Rand der Stage und somit der Blastzone sehr nah. Man selbst hat viel Abstand zur Blastzone hinter sich und somit ein geringeres Risiko. Zumindest offstage bekommt man Gegner mit fast jedem Hit und kann Edgeguarden oder erneut Ledge Trappen. Zum Edgeguarden macht Mick sicher auch noch ein Video. Ein Reed zum Beispiel mit einem F-Smash kann sehr früh zu einem Kill führen. Mickey hat er hier ein Skript geschrieben, unglaublich. Wie geht das Ganze jetzt? Man muss das Ziel immer im Hinterkopf haben, Gegner zu outplayen, einfach einen Smash aufladen und hoffen, das wird selten klappen. Außer natürlich, ihr spielt sowas wie Bisa-Knosp, aber das tue ich nicht, also weiter im Text. Dafür muss man die gegnerischen Optionen halt kennen und ihre Nachteile verstehen. Warten. Die Unverwundbarkeit des Gegners endet nach einer Zeit. Je mehr Schaden er hat, desto kürzer hält sie an. Dafür ist er dann halt anfällig für Angriffe, die sehr flach treffen. Meistens sind das Downtilts oder Downsmashes. Warten ist meist keine schlechte Idee, allerdings sollte man nicht ewig warten. Der Sprung ist nur direkt zu Beginn unverwundbar und man kann getroffen werden, bevor es möglich ist anzugreifen. Außerdem ist dein Gegner danach direkt über dir, was meist gut mit Up-Airs, Up-Tilts, Up-Smashes oder ähnlichem bestraft werden kann. Angreifen, auch Get-Up-Attack genannt, ist komplett unverwundbar, bis der Angriff draußen ist und muss deshalb respektiert werden. Wenn man ihn blockt oder rauslockt, hat der Gegner einiges an Endlag, was normalerweise mit einem Smash bestraft werden kann. Neutral Get-Up hat auch einiges an Unverwundbarkeit. Es gibt nur einen Frame, in dem der Gegner nicht verwundbar ist und noch nicht agieren kann. Allerdings ist der Gegner danach immer noch sehr eingeschränkt. Viele Gegner halten danach ihren Schild und sind somit für einen Griff anfällig. Rollen und Springen sind auch gängig. Hier ist es wichtig, schnell zu reagieren. Multi-Hits können hilfreich sein, um die eine Frame der Verwundbarkeit eben abzupassen. Rollen ist eine gute Option, um dich zu überraschen, wenn du auf die anderen Optionen lauerst oder um nur schwach bestraft zu werden, da dein Gegner vielleicht nur zur Mitte der Stage senden kannst, wenn er hinter dich rollt. Greifen und deinen Backthrow nutzen ist eine gute Antwort darauf. Die Animation der Rolle nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch, weshalb du meist einen Smash leicht aufladen kannst, wenn du es vorsehen kannst. Viele Charaktere können auch kreativ werden, nachdem sie die Kante loslassen. Da musst du deine eigenen Erfahrungen mitbringen. Shielden hilft gegen Aerials, pass aber auf Schildbrecher und Command Grabs auf. Was ist also die beste Strategie? Du solltest dich in diesem Bereich befinden und vorerst versuchen, auf deinen Gegner zu reagieren, um möglichst viele Optionen abzudecken. Immer wieder Short Hops knapp außer Reichweite zu machen und mit dem Timing sowie dem Fast Forwards zu variieren, gibt dir oft die Möglichkeit zu reagieren. Das Schild nahe der Kante zu halten ist auch gut, da man Neutral Get Up und Get Up Attack mit Greifen aus dem Schild abdeckt, mit Out of Shield Up Air, Up Smash oder manchmal sogar Up B Sprünge fangen kann und auf Rollen mit deiner Back Air reagieren kann. Wenn man schnell ist, kann man auch versuchen, das Schild fallen zu lassen und den Gegner zu greifen. Projektile, die zurückkehren oder eine Option länger blockieren können, können Ledge Traps stark vereinfachen. Die Belmonts haben beides. Wenn du die Vorlieben deines Gegners beobachtet hast, kannst du auch mal versuchen, deinen Gegner mit beispielsweise einem Dash zu einer Entscheidung zu locken und ihn dann mit einem Smash-Angriff zu bestrafen. Solche Beobachtungen solltest du dir aber für den Kill aufheben, weil dein Gegner bestimmt nicht jedes Mal darauf reinfallen wird. Es kann auch eine Strategie sein, immer die gleiche Option abzudecken, damit der Gegner sich ja mit einer Wahl sicher fühlt und ihn bestrafen, wenn er am wenigsten damit rechnet. Das nennt sich Conditioning und kann nicht nur beim Ledge Trapping angewandt werden. Wenn du also an der Kante hängst, musst du das ganze Spiel nur umkehren. Beobachte deinen Gegner und variiere sowohl mit deinen Get-Up-Optionen als auch mit dem Timing. Bei Fragen zu Begriffen
und Einzelheiten wird ihr Mick sicher eine Antwort geben. Also, zumindest schreibt er das in diesem Skript. Ja, hier steht jetzt noch, mach eine schöne Abmod. Verweis auf Abo und Like und mach Werbung für Twitter oder so. Den Link packe ich in die Beschreibung. Oh, das ist nett. Ja. Das ist eine schöne Abmod. Abo wird mich freuen, weil dann weiß ich, hey, die finden die Grafiken gut. Und ein Like sagt mir einfach nur, ihr mögt meine Stimme. Aber Mick's Stimme wird bald zurückkehren, also keine Sorge. Werbung für meinen Twitter, wie Mick jetzt schon gesagt hat, ist halt unten in der Beschreibung. Und ich bedanke mich viel fürs Zuhören. Und wenn ihr meine Stimme nicht mögt, dann habe ich hier eine ganz besondere Nachricht für die Person, die Stimme nicht mag. Mick dich. Peace out.